Stefano Zarella fegt derzeit bei Let's Dance über das Parkett. Was dort niemand sieht, der Kölner Influencer leidet an einer chronischen Krankheit. Bei Let's Dance muss Stefano Zarella aktuell an körperliche Grenzen gehen. Fast täglich trainieren die Promis, und das oft stundenlang, um in der Live-Show eine gute Figur abzugeben. Stefano Zarella sei sehr fleißig, betonte seine Tanzpartnerin. Doch nicht nur für Fleiß möchte der Influencer 1,8 Millionen FollowerInnen und Follower auf Instagram einstehen. Den Menschen will er auch etwas anderes vermitteln, nämlich Selbstakzeptanz. Stefano Zarella hat seit seiner Kindheit Neurodermitis. Hintergrund ist eine chronische Hautkrankheit, Neurodermitis, die den Influencer schon seit seiner Kindheit begleitet. Ich habe das, seitdem ich 5 oder 6 bin, erklärte er gegenüber express.de, mal mehr, mal weniger. Gerade bei Stress kann sich die Erkrankung verschlimmern. Und davon dürfte Stefano Zarella durch die Teilnahme bei Let's Dance aktuell genug haben. Er erzählte, ich habe es momentan extrem an den Schienbeinen, also unter den Haaren. Schmerzen habe er aber keine. Dennoch gäbe es ein Problem. Gerade, wenn man schwitzt, was beim Tanzen sicherlich häufig der Fall ist, könne es jucken. Aber es ist ein Teil von mir und ich versuche damit zu leben, so Zarella. Stefano Zarella. Es gibt für alles eine Lösung. Das möchte er auch anderen Menschen mitgeben. Ich versuche den Leuten einfach zu zeigen, hey, sei, wie du bist. Liebe deinen Körper. Und wenn es mal mehr kommt, beruhige dich, mach dir keinen Stress. Es gibt für alles eine Lösung. Dafür wolle er einstehen. Denn auch er selbst habe als Jugendlicher mit der Erkrankung zu kämpfen gehabt. In einem Podcast verriet er, ich habe mich selbst nicht geliebt. Es habe Jahre gebraucht, bis er seine Krankheit akzeptieren konnte. Heute will er auch anderen Mut machen und spricht offen darüber. Unter anderem teilt er seine Erfahrungen mit der Hautkrankheit auf Social Media und postet dort auch Fotos von seinen Schüben. Solche Neurodermitis-Schübe können sich mitunter durch Rötungen, Juckreiz und schuppende Hautpartien äußern.